Platz 10 spielt im Wallis, am bekanntesten Berg der Schweiz, ja vielleicht der Welt, am Matterhorn. Kein Berg in der Schweiz wird mehr bestiegen. Keiner reisst mehr Menschen in den Tod. Da, an diesem Monument, spielt die Challenge von zwei Frauen. Ich bin Linda Fehr. Ich bin Lorena Oliveri. Die beiden haben sich an der Miss Schweiz Wahlen kennengelernt. Und jetzt haben wir etwas vor, und zwar, was wollen wir machen? Wir wollen beide zusammen aufs Matterhorn. Wieso? Tja, in einem Quiz haben die Miss-Kandidatinnen Berge erkennen. Und ich dann leider in diesem Quiz das Bild vom Matterhorn nicht erkannt habe. Ich weiss leider nicht genau, welches das es ist, aber ich nehme an, es ist einer in der Schweiz. Und so hat die ganze Geschichte angefangen. Die ganze Nation hat gespottet über die Miss Schweiz Linda Fehr. Aber statt sich zu ärgern, will sie es jetzt allen zeigen. Zusammen mit Lorena Oliveri hat sie sich zum Ziel gesetzt, das Matterhorn zu besteigen. Zwei Bergführer sollen die beiden zum Ziel führen, mit hartem Training. Und dort suchst du noch mal so schönes Drittli. Findbarkeit, ja. Wo? Mal, du bist jetzt da drauf. Ja, ich bin noch ein bisschen weiter rauf. Ich kann mal ein bisschen probieren, ja. Auf das Bein, rauf. Auf mit dem rechten. Schön. Und jetzt rauf, Kraft auf der rechten. Ja. Klettertraining in der Halle. Kälte aushalten. Höhenangst überwinden. Übungen am Fels. Out! Dann endlich der erste 4000er. Nach einem ganzen Jahr Vorbereitungen sind die beiden bereit für ihre grosse Challenge. Ich möchte eigentlich niemandem irgendetwas beweisen oder sagen, sondern ich mache das für mich persönlich. Und auch mal können an die Grenzen gehen, Mut zu zeigen. An einem sonnigen Tag im August geht's los. Die erste Etappe führt zu der berühmten Hörnli-Hütte. Von hier aus zeigen die Bergführer der Misse die Schlüsselstelle. Wenn du das Wollweg siehst, siehst du oben an die Schulter. Ja. Ist das schon die Schulter? Da oben, du musst Zeit haben. Noch haben die beiden Frauen Zeit für Gespässli und Selbstironie. Hier, Lux, Gastor, Lieskamp, das ist mein Lieblingsberg. Nur das Matterhorn weiss ich immer noch nicht, welches das ist. Gell, hey, hat jemand das Matterhorn gesehen vor? Ganz nah ist es, das Matterhorn. Gegen den Abend werden die beiden immer stiller. Sie wissen, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Mitten in der Nacht starten Linda und Lorena zusammen mit 60 anderen Bergsteigern. Die ersten Meter sind immer die strengsten. Gut, Lorena, super. In den ersten Sonnenstrahlen steigen sie durch den Fels auf und erreichen auf 4.003 Meter Höhe die Solveighütte. Ein kurzer Zwischenhalt. Wie geht's? Es ist streng, aber es ist einmalig. Und ja, Schritt für Schritt weiter, das ist das Ziel. Auf 4.200 Meter kommt das Eis. Die Route wird immer exponierter. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen Schwindelangst. Okay. Während Linda und Lorena noch einen harten Weg vor sich haben, kommen die ersten Bergsteiger schon wieder runter. Es ist eng am Matterhorn. Manchmal sogar kässig. Aber schließlich sind es nur ein paar Meter. Und dann... Hey! Geil! Hey! Cool gemacht, hey. Super, super, hey. Super! Ja, wir sind auf dem Horn. Oh, Scheiße. Oh, wir haben auch noch einen Moment gewartet. Linda und Lorena haben sich von der ganzen Schweiz verspotten lassen und haben es dann allen gezeigt. Challenge geschafft.